Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Gothic 2. So. Hier langsam und dann. Perfekt. Dann sprechen wir hier auch. Oh. Das hier kam unerwartet. Was ist das? Ich bin mir gerade nicht sicher. Hatten wir die Truhe schon offen? Nein. Links, rechts, rechts, links, links. Gut. Wow. So, aufstehen. Und trinken wir hier ein bisschen, um wieder voll zu sein. Ich dachte zuerst vielleicht pennen gehen, aber das ist zu früh. Hier. Junge, hier sieht es ein bisschen anders aus, als ich es erwartet habe. Nichts zu plündern. Alles mitnehmen. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Gut. Oh, eine weitere Paladine. So. Und die sind weg. Gut. Zuerst einmal erkunden wir schnell die Gegend. Nichts zu holen. Das ist doch zu holen. Gut. Eine Paladin-Glyphe wäre gut. So. Und speichern. Bingo! Hey! Ich dachte, du wärst tot. Ja, war ich auch. Jetzt bin ich wieder hier und suche nach Beweisen für die Ankunft der Drachen. Für wen machst du das? Ich arbeite für Lord Hagen. Mit Hilfe der Paladine können die Drachen aufgehalten werden. Die Paladine? Jetzt sage ich dir mal was. Nachdem ich von hier fliehen konnte, war ich in Korinnes. Ich wollte die Paladine vor den Drachen warnen. Weiß der Henker, warum ich das überhaupt versucht habe. Denn dieser aufgeblasene Lothar hat mir nicht mal zugehört. Geschweige denn mich zu Lord Hagen vorgelassen. Stattdessen haben sie mich mit der Expedition wieder hergeschickt. Also, erzähl mir nichts von den Paladinen. Mit wessen Hilfe auch immer. Wichtig ist nur, dass wir die Drachen aufhalten, solange wir noch Zeit dafür haben. Aufhalten? Wir sollten unsere Ärsche aus dem Tal schaffen, solange wir noch Zeit dafür haben. Sag mal, wie bist du eigentlich über den Pass gekommen? Ich denke, da sitzen die Orks rum. Es gibt einen Weg durch die verlassene Mine, der nicht von Orks besetzt ist. Gut zu wissen. Dann werde ich mich wohl bald nach Korinnes aufmachen. Hab dann noch ein paar alte Rechnungen zu begleichen. Okay, hör zu, ich brauche diese Beweise. Was mit den beiden toten Rittern? Was muss ich über den Tal wissen? Lass uns zusammen gehen. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Klar. Was willst du wissen? Ja, er kann's noch. Gut. Ja, was ist mit den zwei Toten? Was ist mit den beiden toten Rittern vor deinem Versteck? Der Kampf gegen eine Gruppe von Snappern wurde ihnen zum Verhängnis. Das Minental hat halt seine eigenen Regeln. Ich hab's ihnen gesagt, aber sie wollten nicht auf mich hören. Okay, was muss ich über das Tal wissen? Mit dem Fall der Barriere hat sich hier einiges verändert. Die Orks haben mir das Sagen. Wir Menschen sind nur noch Futter für die wahren Herrscher des Tals. Die Drachen. Weiche allem aus, was stärker ist als du. Und halte dich von allem fern, was nach Drache aussieht. Ja, mittlerweile bin ich stärker als so ziemlich alle. Lass uns zusammengehen. Ich brauche diese Beweise. Hör zu, ich brauche diese Beweise. Na schön, wenn das deine Mission ist. Sprich mal mit Kommandant Garond. Wenn jemand was über die Drachenangriffe weiß, dann sind es die Jungs in der Burg. Und wenn du schon mal in der Burg bist, kannst du Garond direkt etwas erzählen, was ihn sehr interessieren dürfte.
Hier hinten in der Höhle sind 4 Kisten Erz, die Silvestros Männer geschürft haben. Die kann sich Garund gerne abholen. Aber dann werde ich nicht mehr da sein. Okay. Wie bist du an das Erz gekommen? Wie bist du an das Erz gekommen? Ich war bei Silvestros Truppe. Wir schürfen da also schon ein paar Tage. Da wird Silvestro auf einmal unruhig. Er meinte, wir müssten das Erz unbedingt an einen sicheren Ort bringen. Naja, da ich eh vorhatte, mich abzusetzen, habe ich dann die Sicherstellung des Erzes übernommen. Und das war mein Glück. Denn die Schürfer sind auf einige Minecrawler gestoßen. Und das hat keiner überlebt. Okay, das ist einmal so. Dann wird, gespeichert. Kurz aufgemacht. 40 Punkte. 50. Da glitzert das Erz. So, dann nehmen wir die Tränke hier. Hütten alles vor der Hütte, dann haben wir ja, ich glaube, genug Erfahrung, dann ein Level aufzusteigen. So. Ja. Butlerfleisch. Okay, es ist nur Butlerfleisch. So. Oh, das sind die Wagen. Das wird ein Spaß. Kommt her. Ah, da drüben sind ein paar Orks. Da ist nichts zu holen. Gut. Aber, Moment. Nee. Also, doch schon. Ich dachte, es braucht wesentlich weniger XP, um stark zu sein. Gut. Nichts zu holen. Nichts zu holen. So. Da ist nichts zu holen. Tja, also. Und? Bin gleich bei dir. Achso. Zack. Das Ork-Hunde. Die gab es doch im ersten Teil. Wir dann hier nie mehr gesehen. Also dachte ich, sie wären vielleicht durch die Wagen ersetzt worden. Aber es scheint, leben die noch. Also gibt es noch. Nee, Moment, das sind keine Wagenhunde. Nee, Orkhunde, das sind. Ja, Warane. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Gut. Hi. So. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. Gut. Dann. Ah, ein Trank. Ne, Cola? Ah, doch. Gut, dann so. Und ein paar Tränke schlürfen. Müssen dann irgendwann wieder nach Korinnes gehen. Tränke auffüllen. Am liebsten von denen, die uns voll heilen. So.
Da ist nichts zu holen. Perfekt. Dann hätten wir das hier auch erledigt. Denn hier waren wir auch schon. Ja, hier waren die Wölfe. Ja. Also wir schlagen uns bis jetzt sehr gut. Meiner Meinung nach. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Ah, die Feuerwarane. Okay. Und wir brauchen eine Karte der Gegend. So. Eigentlich mein Plan war etwas anderes. Ich wollte nur schnell hier die Gegend sichern. Und dann weitermachen. Aber es ist gut, dass wir Diego getroffen haben. Der kann uns eben Geschicklichkeit beibringen. Und das wollen wir ein bisschen nach oben treiben. 29, gut, ja. Gut, die Paladine sind weg. So. Nochmal speichern und hey. Du. Etwas beibringen. Kannst du mir klar. Geschicklichkeit. Jetzt 10. Jetzt sind es 4 mal. 1, 2, 3, 4. Du hast schon etwas an Geschicklichkeit gewonnen. So, und wieder schauen. Genau. Beim nächsten Level up. Nein. Noch 2 Level Ups. So. Beim nächsten haben wir 54. Aber wir brauchen 54. 59. Und dann erst. Okay. Gut. 2 Level also. Die 5 Punkte, die kann ich jetzt nicht wirklich was machen. Ich werde die Punkte investieren in Goldschürfen. Ja, in Goldschürfen und dann das gesamte Gold abernten. Ja, so machen wir es. Okay. Hier war früher das Orklager. Also das Leben. Nachdem wir hier alles weggemacht haben. Zack. Boom. Also zum Ork-Tempel können wir jetzt nicht mehr gehen. Das ist jetzt eingerissen. Okay, so kann man das Spiel begrenzen. Bordlerfleisch. So. Okay.
kann mich jetzt überraschen, aber gut. Aber ja, hier sollte es eigentlich zu nichts führen. So, und... Ach, Gott sei Dank, ich dachte, es wäre wieder so einer dieser wunderschönen Türme. Ecken, wo man nicht hochkommt. Okay, da unten ist also eine Mine. Nichts zu holen. Gut, was ist das? Bergkristalle. Gut, Blitze, sehr gut. Wie viele davon? Hier. 20 erst. Okay, es fehlen noch 30. Und wie viel Mana haben wir eigentlich? 128. Also, meiner Meinung nach klingt das nicht schlecht. So. Ja. So, dann erkunden wir den Rest der Gegend. Und eigentlich wollte ich nicht hier sein. Ha. So. Okay. Jetzt, da wir geschickter sind, sollten uns nicht so oft die Dietriche abbrechen, aber aus Sicherheitsgründen spreche ich. Okay. Das kam jetzt wirklich unerwartet. Schon, ich müsste wieder einen Haufen meiner Dietriche hier dafür verballern. Okay. Muss mir nur merken, da unten ist eine Mine. Die haben wir noch nicht untersucht. Dann geht es da hoch. Ist alles schön ruhig. Mit der so in den Sumpf kommen wir nicht mehr. Und zum Ork-Tempel. Vielleicht ist irgendetwas Ähnliches beim neuen Lager. Oder beim alten neuen Lager. Wir brauchen eine Karte, um zu wissen, wie es hier aussieht. Diego! Hey! Wir können vielleicht gemeinsam gehen. Lass uns zusammen gehen. Zum Pass? Warum nicht? Geh du voran. Du kommst ja gerade von dort. Okay. Aber lass dir nicht einfallen, zu nah an die Burg oder den Orkwall zu gehen. Außerdem sollten wir alle befestigten Lager der Paladine meiden. Aha. Ich bin gerade aus einem entkommen und habe keine Lust, wieder in einer der Minen schuften zu müssen. Okay. Und dass wir nicht in die Nähe eines Drachens gehen, versteht sich wohl von selbst. Natürlich. Wenn du bereit bist, sag es mir. Alles klar? Alles klar? Wenn du losgehen willst... Sag Bescheid. Komm mit. Komm mit. Alles klar. Der ist direkt hinter uns. Gut. Mhm. Okay, er ist hinter uns. Wir konnten ihm nicht sagen, dass wir seine... Warte!
Bist du lebensmüde? Geh bloß nicht zu nah an die Burg. Warte hier. Alles klar? Alles klar? Alles best. So. Okay. Dann welchen Weg will er? Oh nein. Also, ich wette mit euch, der Typ da, also er will nicht hier lang, oder? Denn da sind die Orks. Das ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Ein Mist, viel weniger. Also, dass wir hier entlang gehen, sagt ja kein Wort. Nichts zu plündern. Ich dachte nicht, dass wir eine Escort-Quest machen müssten. Zum Glück kann er halbwegs kämpfen. So. Bitte speichern. Und weiter geht's. Also, er ist schon mal stark. Er konnte diesen Ork alleine bezwingen. Ja. Und die haben jetzt ein paar Tränke, das ist schon mal gut. Sicherheitsgründen werden natürlich gespeichert. Dann. So. Und da vorne sind Schnapper, die sind eigentlich schwach. Nichts zu holen, nichts zu plündern. Ein Mist, viel weniger. Du sah. Diese alte Grabstätte ist mir nicht geheuer. Hä? Lass uns lieber drum herum gehen. Okay. Oh. Diego stimmt hier. Sens, ja, ja. Hier, nimm den Heiltrank. Oh, das hat ja kaum was gebracht. Diese alte lass uns lieber. Ja, meint das Teil da drüben, gut. Ah ja. So. Er macht nicht schlecht Schaden. So. Goblins. Die kleinen Süßen. Kommt her. Gut.
Nichts zu holen. Okay. Alles mitnehmen. Da ist nichts zu holen. Nichts zu holen. Es fehlt noch einer. Genau, und der hatte noch Gold bei sich. So. Dunkelpelz, Butlerfleisch. Ja. Oh. Ein Gehstock. Das kam überraschend. Das da drüben ist jetzt schön wenig. Nichts zu holen. Okay. Ein Schneegebiet. Na gut. Wir sind ja nicht deswegen hier, sondern... Ja, das wird ein Gebiet sein, das ich später mal erkunde. Oh. So, was haben wir hier? Eine Steintafel und Goblinbeeren. Hm. Also Armbrust. Armbrust. Geschick. Vielleicht eins davon. Keine Ahnung. So. Da sind wir wieder. Also das Spiel ist wieder mal abgestürzt und ich musste wieder hierher kommen. Okay. Bevor wir die Steintafel nehmen, schauen wir mal an, was wir für... Ah, dann muss es das hier sein. Armbrust 2. Ja. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut. Könnte ich jetzt rüberschwimmen, aber wir gehen einen anderen Weg. Wir müssen unser Freund Diego wieder zurück zum Pass bringen, damit der abhauen kann. Die alten Ruinen, so können wir später erkunden. So, hier läuft alles gut. So, wer hätte das gedacht? Orks. Ein Mist viel weniger. Diego, ich bin stark überrascht. So. Nichts zu holen. Da ist nichts zu holen. So wohl bei diesem. Dann sind es wieder versehentlich. Okay, mein. Oh, Scheiße. Junge, du hast gerade sehr gut geschossen. Eigentlich auch noch schnell. So. Dann wir den einen Turm. Gut. So. Und jetzt schauen wir, ob wir hier entlang gehen können.
Ich glaube, das ist immer noch zu nah an der Burg, oder? Er wird wieder beschweren. Okay, der ist er. Warte! Alles klar? Alles klar? Alles best. Sag mal, hörst du mir nicht zu? Nicht zu nah an die Burg. Oh, Heilkraut. Ja, ja, nicht zu nah an die Burg. Dieser Sumpf ist eine Sackgasse. Würde mich nicht wundern, wenn da drinnen sogar ein Drache auf uns... Lass uns nicht da rein. Okay. Der Typ macht es einem nicht leicht. Wir müssen wirklich da entlang. Ja. Wie sieht's technisch aus? Okay, ein bisschen mehr als 10.000. Aber dann haben wir es fast geschafft. Dann müssen wir kein Geschick mehr, dann können wir den Rest nur noch in Zweihand und Armbrust investieren. Jetzt ist die Frage... Keine Ahnung. Ich habe gerade überlegt, für was wir sonst noch Punkte brauchen. Ja, hier haben wir alles durchsucht gehabt. Gut. Also, aber wenn ich auf die Uhr schaue, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Also, liebe Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.